Achtung, dumme kleine Menschheit, der große Weltführer spricht wieder. Und zwar bin ich darum gebeten worden, was zu diesem Prozess gegen den Christian Brückner da zu sagen. Und ich habe dann erst, weil da muss man Sachen sagen, wie gesagt, Sicherungsverwahrung oder Todesstrafe. Und Todesstrafe ist jetzt nicht, über was ich jetzt momentan hier reden will. Was heißt momentan? Ich sage mal, wo es die Todesstrafe gibt, ist es ein Fehler, sie abzuschaffen. Aber wo es sie nicht gibt, ist es auch nicht wert, um sie zu kämpfen. Das ist die nächste Todesstrafe selber ist die Lösung, aber ihre Abschaffung im Namen der Menschenrechte und lauter dieses dumme Drecksgeschwätz, das alles zur Hölle damit. Ich rede auch jetzt nicht über den großartig über den Brückner, sondern ich rede mal über das Rechtssystem. Dieses gesamte Rechtssystem wird der Weltführer beenden. Versteht ihr? Die Epoche des Weltführers ist mit nichts zu vergleichen. Das ist... Versteht ihr? Ihr könnt 1000 Juraprofessoren nehmen. Ihr könnt die ganzen Dings nehmen, die ganzen griechischen Philosophen und sonstige Philosophen, Rechtsphilosophen und Pipapo. Nichts, auch alles zusammengenommen, hat nicht einen Bruchteil des geistigen Gewichts des Universalgenies von Planet Erde. Deshalb, versteht ihr, das sind Mikroben und ihr Idiotengesellschaft sind ebenfalls Mikroben gegenüber dem Universalgenie von Planet Erde. Und deshalb, versteht ihr, mit mir endet eine Epoche der Rechtsgeschichte. Und ich sage euch auch wie. Heute ist es so, wenn ein Rechtsanwalt mit seinem Mandanten spricht und es ist ganz klar, der Mandant ist schuldig, der hat eine Tat begangen, dann kann es nicht sein, dass dieser Rechtsanwalt versucht, den maximalen Erfolg, ja, bis zum Freispruch für den Mandant rauszuholen. Dieses Rechtssystem ist des Teufels und des Wahnsinns. Und ich werde es beenden, versteht ihr? Hier, so war mir Gott helfe, ja, als Weltführer werde ich das beenden, versteht ihr? Ihr seid ein Sauhaufen, ihr seid ein dummer Sauhaufen. Versteht ihr, ihr denkt, der hat ja nicht einmal Jura studiert. Ihr seid Schwachköpfe. Ich bin das Universalgenie. Ich stehe nicht nur über den Juraprofessoren, ich stehe über den Vorbildern der Juraprofessoren. Versteht ihr? Ich stehe über denen, über die Juraprofessoren labern. Versteht ihr? Über denen stehe ich. Was ihr Mikrobengesellschaft, was wollt ihr dem Universalgenie entgegensetzen? Ich werde diese Epoche der Rechtsgeschichte beenden. Schluss, fertig, aus. Versteht ihr? Und ihr habt nicht die Dimensionen verstanden, in denen ich mich bewege. Ja, da denkt ihr jetzt ja Psychiatrie-Dimensionen. Aber nein, ja, das ist wirklich so. Ihr habt's nicht verstanden. Ihr seid ein dummer, kleiner, doofer, beschissener Sauhaufen als Gesellschaft. Versteht ihr? Ihr seid einfach Dings gewohnt, Statussymbole, das ist irgendwas, mit was man in Geld ausdrücken kann, mit ein paar Zahlen und ein paar Nullen irgendwo
oder so, irgendwas statussymbolmäßig, ihr Schwachköpfe, ihr habt keine Ahnung, wo das Universalgenie geistig steht. Ich werde diese Epoche der Rechtsgeschichte beenden, versteht ihr? Und ich zeige es euch auf, dass es in euren eigenen Spatzenhirnen ihr verstehen könnt, um was es geht. Versteht ihr? Wo ist das verankert? Wo ist das verankert, dass es so sein muss? Versteht ihr das? Ein Rechtsanwalt, der erkennt und weiß, sein Mandant ist schuldig. Er hat es ihm vielleicht selber gestanden und dass er dann versucht, den praktisch frei zu bekommen. Das geht nicht. Auch der eigene Rechtsanwalt muss nicht den Erfolg im Ziel haben, sondern die Gerechtigkeit. Versteht ihr? Das ist eine völlig anderer Rechtsstaat. Das ist ein völlig anderes Rechtssystem. Aber es ist das Richtige. Versteht ihr? Dieses Rechtssystem ist auf Lüge, auf Tricksereien aufgebaut und nicht auf Wahrheit und auf Gerechtigkeit. Versteht ihr? Deshalb sage ich, eine Epoche der Rechtsgeschichte, zigtausende Jura-Doktoren und Professoren, versteht ihr, haben in diesem Irrsinn gewurstelt und haben nicht die Größe eines Universalgenies, sich darüber zu erheben und zu sagen, das ist doch scheiße. Weil ihr kleine Würstchen seid. Ihr seid kleine Würstchen und eure Autoritäten und eure Eliten sind kleine Hosenscheißer. Ihr seid ein Mikrobensauhaufen, seid ihr. Versteht ihr? Gegenüber dem Universalgenie und zukünftigen Weltführer. Ich werde es beenden. Ich werde es beenden. Schluss aus mit solchen Typen da, Hanna. Versteht ihr? Was ist denn der Kerl da, das Rechtsanwältchen da, Hanna? Was ist denn der? Da denkt ihr, ja, der hat was studiert. Ihr seid doch ins Hirn geschissene Vollidioten als Gesellschaft, ihr Dummköpfe, ihr Lausigen. Wo ist er jetzt? Jetzt kommt sein Bild nicht. Aber da, der halt nicht Wikipedia, scheiß drauf. Ist ja ein B da. Irgendwo kommt sein blöder Anwalt. Da daneben. Versteht ihr? Der hat's nicht im Hirn. Versteht ihr? Der kehrt. Gut, die Frage, inwieweit man ihn jetzt schon bestrafen kann. Aber ja, das ist. Was soll denn das? Nochmal, ein Freispruch für den Kerl zu erreichen und zu sagen, ja, Rechtsstaat und bla bla bla. Und wie war's denn? Hier ist schon nirgends, hier sieht man nirgendwo seine Augen, aber der hat. Der hat stechende Augen. Und er hat die Zeugin gesagt, sie erinnert sich an seine stechenden blauen Augen. Und dann ist drum gegangen, dann hat sie gesagt, ja, so blau sind die Augen auch wieder nicht. Dass man sich an die erinnern kann. Das ist doch ein dummes Geschwätz, versteht ihr? Das hat die Verteidigung gesagt und hat das Gericht gesagt. Das ist ein niveauloses, dummes Geschwätz. Diese Richterin, die gehört bestraft, die gehört ausgegrenzt aus der Gesellschaft. Versteht ihr? Wenn auch jetzt heute nicht strafrechtlich, gut, das muss man prüfen, inwieweit sie strafrechtlich eine Verbrecherin ist. Aber sie ist auf einer universellen Ebene von Gerechtigkeit. Muss dies weit bestraft werden. Versteht ihr? Von der ganzen Gesellschaft. Und die Verteidigung auch. Schauen wir uns noch, den, natürlich hat er blaue Augen. Und er ist, man hat argumentiert,
dass die Zeugin sie durch dieses Blau, man hat den, als ob es jetzt um eine Farbkarte geht, versteht ihr, was genau für ein Blau das sei und ob man sich an das Blau so gut erinnern könne, das ist doch Schwachsinn, das ist ein dummes Geschwätz, dafür gehören die Leute schon aus dem Beruf gejagt. Wie kann man so an Dreck schwätzen? Die Frau hat sich doch nicht an ein bestimmtes Blau, wie auch von einer Farbkarte von einem Maler, der kommt und eine Farbkarte vorlegt, mit welcher Farbe du deine Garage streichen willst, oder gestrichen haben willst. Und das Blau oder das Blau. Es geht drum, der hat blaue Augen und er hat einen stechenden Blick und an diesen Blick, an seine Augen kann sie sich erinnern und das reicht, sage ich mal, das kann man nicht angreifen, indem man sagt, ja, wie kann man sich ans Blau so genau erinnern? Sie kann sich an seine Augen erinnern und das ist eine Aussage, die muss man stehen lassen, die kann man nicht angreifen. Versteht ihr? Ihr habt's mit Idioten zu tun und ich sage euch, was ihr zu tun habt. Ihr seid als Volk ein dummer Sauhaufen. Und das habt ihr noch nicht kapiert. Versteht ihr? Ich bin das Universalgenie von Planet Erde. Mir könnte man, sage ich mal, versteht ihr? Ihr braucht Statussymbole. Dann sollte ich praktisch beanspruchen, dass man als ein Universalgenie-Titel bewerte ich, sage ich mal, mehr als 20 Professorentitel und 50 Doktortitel. Dann könnt ihr meinen Namen schreiben, da braucht ihr aber mehrere Zeilen und mehrere Minuten, bis ihr mich richtig angeredet habt. Herr Professor, 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 Doktor, 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 Doktor. Ich weiß, bei den Professoren macht man das nicht so. Und bei den Doktor sagt man dann Doktores Mult. Aber das werde ich auch abschaffen. Ihr werdet jeden meiner Doktor- und Professorentitel, die mir honoris causa zustehen, werdet ihr aussprechen, ihr dummes Gesindel. Und wenn ihr das mal macht, versteht ihr, das braucht ihr Schwachköpfe, ihr Kleinen. Ihr könnt nichts damit anfangen, dass ihr in der Ära des größten Universalgenies der ganzen Menschheit seit Menschengedenken. Das sagt euch nichts, versteht ihr? Aber wenn ihr mal schreiben müsst, meinen Namen mit Prof, weil das im Vergleich zu euren schwachsinnigen Eliten steht mir das zu. Versteht ihr? Ich habe einen unvergleichlichen Geist unter der Sonne. Kein Mensch kann mir das Wasser reichen. So. Und diese Aussagen könnten natürlich satirisch gemeint sein. Das lassen wir offen. Ob ich hier eine Show abziehe oder ob ich das wirklich so meine, das lassen wir offen. Gut, jetzt kotzt mich selber an die Zahl meiner Titel. Komm, was ist das? Mein Computer spinnt. Der kann so viel, ich klicke hier und der will gar nichts einkopieren. Der kann so viel Doktortitel gar nicht verarbeiten, so viel Professorentitel. Komm, jetzt tue ich die ganze Zeile nochmal verdoppeln, nochmal hin. So. Was? Was ist jetzt? Ich kann nichts. Der macht nichts mehr. Der weigert sich. Der Computer streikt. Ich kann das noch bewegen. Ich kann auch tippen. Aber die Funktion, jetzt, so, okay, das, so können wir es mal lassen. Eine Zeile mit Professor, die zweite Zeile mit Doktor und dann könnte man noch Ingenieur dazu machen. Auch da habe ich meine Universalgenie-Leistungen erbracht. So, versteht ihr? Und wenn es das
eben bei keinem anderen Menschen gibt. Das ist, was ihr braucht. Ihr seid ein Sauhaufen, der Statussymbole braucht. Also, so könnt ihr es euch vorstellen. Jetzt streikt er wieder, will keine Doktor machen. Gönnt mir meine Doktortitel nicht. Scheiß Computer. Was ist das? Ich kann hier was machen, aber ich kann nichts. Jetzt macht das. So, jetzt so. Versteht ihr dummen Schwachköpfe? Ihr dumme Saubande als Idiotenvolk. So, komm, paar Doktortitel schenke ich euch noch, ihr Idioten. So, das würdet ihr brauchen. Das würdet ihr brauchen, wenn das Fernsehen euch sagt, dem Universalgenie, weil ihr Volk zu dumm seid, werden wir ihn hier jetzt mit Professoren und Doktortitel zuschütten, bis ihr schwachsinnige Idiotengesellschaft den angemessenen Respekt habt. So müssen wir es vielleicht irgendwie machen, weil nichts anderes versteht ihr Schwachköpfe. Die Leistungen selber, dafür seid ihr zu blöd. Ihr versteht nur das, was man als Statussymbole betrachten kann. So, also, und das eben zu dem Thema, versteht ihr? Ich werde es beenden, dass Rechtsanwälte einen Mandanten, dessen Schuld sie selber erkennen, die offensichtlich ist, gegen das Gewissen freisprechen. Weil das unser Rechtssystem basiert auf dem Erfolgsdenken. Der Anwalt versucht, den Angeklagten frei zu bekommen. Und der Staatsanwalt versucht, ihn zu verurteilen. Gut, der Staatsanwalt ist auch verpflichtet, sage ich mal, wenn was für den Angeklagten spricht, das zu berücksichtigen. Und ich bin auch schon mal von einem Staatsanwalt praktisch verfolgt worden, zu Unrecht. Und im Prozess ist für die Seite der Staatsanwaltschaft alles zusammengebrochen. Zeugen haben sich widersprochen oder ihre Lügen zurückgezogen oder waren im Gefängnis oder irgendwas. Alles zerbrochen für die Staatsanwaltschaft. Und dann hat der Staatsanwalt selber beantragt meinen Freispruch praktisch, ja. Und das kann auch passieren. Aber genau so müsste es. Also ich sage mal, da ist es so, dass es zwar oft der Fall ist, dass die Staatsanwälte einen Erfolg suchen, indem sie praktisch den Angeklagten, ja, in dem Sinne Verurteilung erreichen. Sie sind nicht an der Gerechtigkeit interessiert, sondern an dem Erfolg ihrer Position. Und und das muss aufhören. Aber wie gesagt, die gesetzlichen Regelungen in Bezug auf die Staatsanwaltschaft sind, so wie ich es verstehe, noch besser. Es wird nicht immer befolgt, aber sind die Regelungen noch besser als das, was sich bei den Verteidigern eingeschlichen hat. Ein Verteidiger muss praktisch auf Gerechtigkeit aus sein. Er darf nicht versuchen, wie der Typ da solche Schwerverbrecher auf eine Weise zu verteidigen, die Wahrheitsfindung behindert, die Gerechtigkeit behindert, die nur auf einseitigen Erfolg ausgerichtet ist. Die verdrehen und machen und tun, oft lügen sie und betrügen sie, um einen Erfolg
zu erreichen, um einen Angeklagten freizubekommen. Und das ist falsch. Das ist falsch. Das ist etwas, das lernen die Leute, ja, dass so unser Rechtssystem funktioniert und so weiter. Aber es ist falsch. Es ist nicht vom Himmel gefallen. Es muss nicht so sein. Man kann es verändern und ich werde es verändern. So wahr mir Gott helfe, spricht der Weltführer, der zukünftige Weltführer in der globalen Babysitokratie, geistiger Hosenscheißer unter der Sonne auf Planet Erde. Babysitterator der zukünftigen Babysitokratie, geistiger Hosenscheißer. Ja. Also, versteht ihr, ich habe die Schnauze voll, dass ihr kleinen, dummen Idioten, ihr nehmt mich gar nicht für voll, versteht ihr, weil ihr zu dumm seid. Ihr seid zu dumm, ihr seid zu dumm und es ist gerade kein Laudator da. Der Dings kann auch nicht alles alleine machen, der Axel aus Berlin. Und ja, ihr seid als Gesellschaft zu dumm, eigentlich müsste das andere euch sagen über mich. Aber wenn keiner gerade da ist, dann mache ich selber, ihr Arschlöcher. Okay, hast du noch was? Ja, verstehe, man sieht ja eure Respektlosigkeit, was ihr von mir haltet, sieht man ja auch die Entwicklung. Ich habe schon mal gesagt, bei Google und so, und wie ich angezeigt werde, meine Website, da werde ich wirklich richtig kriminell, bösartig, hinterrücks, intrigant benachteiligt. Ja, das ist so. Früher nicht. Es gab Zeiten, da bin ich mir selber bevorzugt vorgekommen. Ich habe ja auch schon auf einer anderen Website geschrieben, bei einem Finanzzeug, und da war ich wirklich oft vor Telekom, Bildzeitung, Spiegel, unvorstellbar gut gelistet, unvorstellbar. Ich war vor Tagesschau, vor Dings. Das hat es später nicht mehr gegeben. Die haben dann was umgestellt, dass das nicht mehr gibt praktisch. Es kann sein, dass das auch mit mir praktisch zu tun hat. Weil ich Sachen geschrieben habe, versteht ihr? Die Leute waren ganz verwirrt. Ich bin zwischen den Mainstream-Medien gekommen, wo ich für Finanzzeug geschrieben habe damals. Das war unvorstellbar. Also auch in den Zeiten, als ich mit logikidee.com gut gelistet war, sehr gut, habe ich das nicht mehr erreicht, wie damals bei Finanzzeug, weil da sind Umstellungen vorgekommen, so dass ich nicht mehr praktisch mit dem Dings alleine war, mit dem Algorithmus, und den praktisch mit meiner tollen Leistung beeindrucken konnte, sondern da ist dann manipuliert worden, dass ich nicht mehr hochkomme. Aber anfangs eben noch nicht so stark, und da war anfangs mit meiner Logikidee.com war ich immer noch gut gelistet, und jetzt werde ich dort richtig also das ist richtig, ich werde ganz massiv und gezielt abgewertet, ja, aber in Dings nicht, in YouTube, ja gut, ich weiß es nicht, aber so wie ich es mitbekomme, kann man es bei YouTube nicht so wirklich darauf schieben. Meine Sachen sind auffindbar und so in einem Maße, dass wenn die Gesellschaft nicht so hirnverschissen wäre, dann dann hätte ich auf eine organische Weise einfach durch das normale Wachstum
weil ich schon lange dabei bin und durch Empfehlungen oder das, ich wäre viel, viel weiter. Aber dass es nicht so ist, hängt mit dem Publikum zusammen. Da mache ich einen Unterschied und sage ganz klar, meine Website logikidee.com wird ganz massiv benachteiligt. Versteht ihr, wenn ich habe 1500 Abonnenten und wie viel Dings habe ich, wie viel Aufrufe habe ich da? Da sind knapp 100 manchmal eben, mal ein bisschen drüber. Da waren es mal 500. Aber was ist das? Das ist ein Witz. Irgendwelche Schwachköpfe haben zigtausende Aufrufe. Und das mag schon sein. Versteht ihr, dass der Algorithmus dafür sorgt, dass ich jetzt nicht wirklich intensiv Leuten vorgeschlagen werde, die gar nicht nach meine Inhalte gesucht haben oder so. So kann das schon sein. Aber ich sag mal, dann hätte es, wenn es nicht an euch liegen würde, ihr Idiotengesindel, dann hätte ich einfach auf normalem organischen Weg durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder das, hätte ich ein viel größeres Wachstum, als ich habe. Ich hätte dann nicht diese Hunderttausende und Millionen, wie manche Schwachköpfe das haben, für nichts und wieder nichts, aber ich hätte doch viel, viel mehr als jetzt. Also bei YouTube ist es so, dass ich, da habt ihr Schwachköpfe nicht die Entschuldigung, dass es ja alles, dass ich sage, ja, die wird benachteiligt deshalb und bla bla bla. Da, benachteiligt von mir aus, aber nicht so entscheidend, dass man darauf alles schieben könnte, sondern das sind eure Spatzenhirne, eure lausigen Spatzenhirne. Okay, also, das wollte ich noch sagen. Ich wollte noch mehr sagen, aber soweit dazu.